Part 2, wie du aus deinem New York Urlaub oder Business Trip die besten Fotos oder Videos machst als Fotograf oder Filmmacher. Jetzt kommen wir zur großen Überschrift, Wohlbefinden. Ganz wichtig, du musst dich natürlich auch wohlfühlen und hier die besten Tipps und Tricks, wie du dich natürlich auch für deine Reise ordentlich wappnest. Punkt Nummer 1, extrem wichtig, Leitungswasser. Trink bitte nicht das Leitungswasser vor Ort. Gerade in Amerika, New York, ist es so, dass die Leute gerade im Restaurant, was ich eigentlich ganz cool finde, ist, dass die dir kostenfreies Leitungswasser geben. Also bringen dir gerade, wenn du dich hinsetzt, in den meisten Fällen ein Glas mit Wasser. Und das ist Leitungswasser. Trink das bitte nicht. Vielleicht kennst du es, wenn man, sag ich mal, in Urlaub geht oder sowas und viele bekommen leider im Urlaub Magenbeschwerden oder sogar Durchfall, weil sie leider viel Leitungswasser trinken bei dem anderen Land und unser Magen ist halt an das aktuelle Land, wo wir sind, dran gewöhnt. Vielleicht dort auch gerade durch das Kochen und so weiter und so fort und weil wir hier natürlich auch eventuell viel Leitungswasser trinken an das Leitungswasser, was hier ist. Und wenn du natürlich in ein anderes Land gehst und jetzt gerade in New York und dort gleich so mehrere Gläser Leitungswasser trinkst, dann dein Magen kennt das nicht und dort sind vielleicht ein paar andere Stoffe einfach drin, die der Körper dann erstmal nicht zuordnen kann und zack, will er erstmal alles raushauen. Dann hast du Bauchschmerzen, hast Durchfall und das ist nicht gut. Bitte mach es nicht. In ganz kleinen Mengen ist es in Ordnung und da wirst du auch Stück für Stück automatisch rangeführt, weil natürlich das Essen meistens auch irgendeiner Form dort auch gekocht wird, aber es wird dann dementsprechend auch abgekocht oder Sachen halt damit gewaschen werden, die du vielleicht auch im Mund nimmst oder sowas oder auch Zähne putzen. Geht ja auch etwas über die Schleimhaut, aber du schluckst es ja nicht runter. Das sind so kleine Mengen, dass sich der Körper schon langsam dran gewöhnen kann, ja. Aber bitte trink das Leitungswasser nicht. Es ist sehr wichtig, dass du dich wohlfühlst, weil wenn du dich schlecht fühlst, ist diese Reise natürlich, ist keine Reise schön. Also keine Reise schön, wenn du dich schlecht fühlst, dann kannst du auch schlechte Fotos und Videos machen. Das heißt, ganz wichtig, wenn du ein Wassertrinker bist, versuch auf Mineralwasser umzusteigen, dass du dann dementsprechend das dort sagst. Das heißt in Englisch dann Sparkling Water. Das heißt, du bestellst dann einfach immer das im Restaurant. Und wenn du halt irgendwie eine Cola oder sowas bestellst, da auch Achtung, pass darauf auf, dass du halt Sachen ohne Eiswürfel bestellst, weil die packen alle immer Eiswürfel rein. Woher sind die Eiswürfel? Natürlich aus Leitungswasser und das sind natürlich richtig fette Klötze dann da drin, die dann natürlich dann schmelzen und dann trinkst du auch an sich dann Leitungswasser, das macht auch keinen Sinn. Von daher sag dann bitte auch ohne Eis und dann soll die erstmal das ohne Eis bringen. Es ist wichtig, dass du dich einfach wohlfühlst. Also das an sich, Punkt Nummer 1, schon eines der wichtigsten Tipps, wenn du das beibehältst und dich wohlfühlst, sehr gut. Kommen wir zum nächsten Punkt, Punkt Nummer 2. Achso, wenn du das andere Video noch nicht gesehen hast, ich verlinke dir das hier nochmal, das vorherige Video dazu, das baut dir alles so darauf auf, das sind alles Tipps für New York. Schau dir das unbedingt an, falls du es noch nicht getan hast. Nächster Tipp ist der Transfer vom Flughafen zum Hotel oder Airbnb. Egal wo du untergebracht bist, im Bestfall planst du deinen Transfer schon vorher, ja, dass du schon vorher googelst, Transfer zum Beispiel in New York und dann guckst du mal, was für günstige Transfers es gibt oder suchst du schon mal einen günstigen raus, weil ich sage dir jetzt schon, wenn du dort aussteigst, du bist am Flughafen, du bist einfach nur müde und kaputt von dieser Reise, willst du schnell ins Hotel und dann findest du nicht irgendwie eine gute Möglichkeit, eine günstige Möglichkeit oder ein günstiges Taxi und die Leute vor Ort wollen dich dann natürlich über den Tisch ziehen. Ne? Dann kostet so eine Fahrt mal gut und günstig, mal schnell 252 Euro, Dollar und dann bist du unglücklich. Mach das bitte nicht. Schau, dass du vorher einen Transfer dir organisierst. Ganz wichtig, schau beim Transfer, dass du da, die fragen auch öfters nach Ankunftszeit, ja, und gib da bitte dann nicht die Ankunftszeit deines Fluges an, weil zum einen kann der Flug natürlich Verspätung haben, zum anderen musst du auch erstmal rausgehen, das heißt, du musst dann durch die Passkontrolle, du musst deinen Koffer holen, also mach mal bitte so eine Stunde Puffer, ja, das ist auf jeden Fall, wenn deine Ankunftszeit steht und dein Flug sollte um 18 Uhr landen, dann machst du Ankunftszeit 19 Uhr, ja, dass du ein bisschen Puffer hast, ne, dass du ganz entspannt zum Passkontrolle gehen kannst, dass du ganz entspannt zum Koffer gehen kannst und dann rausgehen. Und wenn du dann 10, 15 Minuten warten musst, besser so, als wenn du dann irgendwelche extra Kosten hast, weil der Transfer auf dich warten muss oder sogar der Transfer dann sogar geht, ja, also ganz, ganz, ganz wichtig.
Was ich dir sagen kann, ist, wir haben zum Beispiel mit dem Transfer knapp $100 bezahlt vom Flughafen JFK zur Innenstadt, also nach Manhattan, weil dort unser Hotel war, und das ist vollkommen in Ordnung. Ja, wenn wir dort irgendwie jetzt nachgefragt hätten mit einem Taxi oder sowas, dann hätten wir mit Sicherheit so um die $180 bis $200 bezahlt. Von daher mach es bitte vorher, dass du den Transfer organisierst, und dann bist du auf jeden Fall good to go. Tipp Nummer 3, die Uber-App. Also ich finde das wirklich richtig, richtig klasse. Ich komme aus Deutschland, bei uns gibt das hier, gibt es das nicht. Da hat der Taxi-Verband da was dagegen gehabt, und ja, gibt es da leider nicht bei uns. Ich weiß nicht, für die Österreich und Schweiz, die jetzt vielleicht auch das Video sehen, ob es das bei euch gibt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich mal gerne interessieren. Aber es gibt das in New York, und das ist natürlich wundervoll. Das heißt, wenn du, so wie ich als Deutscher, vielleicht vorher das gar nicht kanntest, lad dir die Uber-App runter, und es ist richtig klasse, damit dort zu fahren. Ja? Ich würde dir nicht empfehlen, ein eigenes Auto zu mieten, gerade in New York. Es ist rappelvoll, und es lohnt sich nicht, sich da ein eigenes Auto anzuschaffen. Lieber, ne, fahr mit dem Subway, da bist du am günstigsten, aber was ich halt auch gerne mache, ist halt so ein Uber zu nehmen. Ja? Das heißt, ich habe mir schon mal ein Hotel genommen, was schon mal in der Innenstadt ist. Das heißt, ich kann eigentlich alles schon mal meistens fußläufig machen. Aber wenn ich ein bisschen weiter weg will und dort einen Tag verbringen will, dann fahre ich da zum Beispiel nach Brooklyn oder so. Dann laufe ich da nicht erst 50 Minuten hin. Ja, dann fahre ich einmal morgens mit einem Uber dorthin, und dann fahre ich vielleicht abends mit Uber dann dementsprechend zurück. Also ist viel angenehmer. Klar, das kostet dann vielleicht nochmal $35 oder sowas für die Fahrt, je nachdem, wo du hin willst. Kann das natürlich dann niedriger oder höher sein, aber es ist viel angenehmer, und die sind sowas von schnell dort. Also ich warte maximal 2 Minuten und habe dann sofort das Auto vor mir. Also so viele Uber-Fahrer dort, die das wirklich dann teilweise auch hauptberuflich machen, die ganzen Tage irgendwie Uber zu fahren. Ich tippe dahin, ich sage, hier stehe ich, und der fährt dann genau dort, wo du bist. Natürlich mit einem Subway ist es günstiger, wirst du immer günstiger bei rumkommen. Aber wenn du schon so eine Reise hast und so in so einer tollen Stadt bist, dann zahle ich vielleicht, ja, ganz am Ende, was weiß ich, 300, 400 Euro extra und bin aber sofort dort, ne, weil es schon was anderes ist, als ob ich jetzt zur Subway-Station gehen muss. Da muss ich warten, dann sind die auch nicht gerade die Subway-Stationen die saubersten und schönsten, und dann muss ich dort vielleicht auch wieder bei dem Endstation dann auch wieder weiterlaufen, und ich will ja so schnell wie möglich hin. Die Zeit ist mir ja kostbar, und ich bezahle dann gerne ein bisschen mehr für die Uber-Fahrt. Es ist dann nur für mich und die Personen, für die ich einsteige, bin dort alleine, fahre dann schnell dorthin, und so hat sich das. Also finde ich eine sehr, sehr gute Idee, falls du es nicht kennst, weil du auch Deutscher bist und vielleicht hier auch nicht diese Uber-App kennst. Ein großer Tipp, probier es mal aus. Sehr schnell, sehr komfortabel. Ich finde es einfach klasse. Tipp Nummer 4, wenn du es dir leisten kannst, dann flieg auf jeden Fall Business Class. Wenn du natürlich Kunde bei mir bist, dann hast du auch von den Lerninhalten, schau gerne mal rein, da habe ich ein extra Modul, wie du auch mit deiner Werbeanzeigen, mit deinen Zahlungen langfristig sowieso durch die Punktesammlung, zum Beispiel bei Miles & More, dann Flüge dir sichern kannst, weil irgendwann wirst du halt durch die Werbung automatisch dir diese Tickets sichern können. Und so habe ich das auch hier gemacht. Ich habe quasi diese Flüge dann durch die Werbeschaltung halt bekommen und konnte dann dementsprechend halt dann auch diese Flüge sichern. Und ich sage es dir, ne, weil dieses Thema und dieses Video ist ja gerade zum Thema Wohlbefinden, viel, viel besser. Also du willst ja auf einer, du fliegst über 10, 12 Stunden, je nachdem von wo aus du fliegst und ob du umsteigen musst, und Business Class immer besser. Du hast Priority Zugang, das heißt, du bist schneller drin im Flugzeug. Ja, diese Schlange von Economy ist sowas von lang. Du fühlst dich besser durch den Flug natürlich, du hast viel mehr Platz, du kannst dich hinlegen und schlafen. Ich sag dir, bei Economy, wenn du da den ganzen Tag sitzen musst, alles sehr eng, du kannst nicht schlafen, weil alles sehr laut ist und vielleicht auch ja, hinter dir einer ist, der die ganze Zeit so rüttelt am Stuhl, wir kennen das alle. Und dort, das kann dir beim Business Class nicht passieren, weil die dann dementsprechend abgeschirmt sind. Also kannst du den anderen sozusagen dort gar nicht irgendwie am Stuhl oder sowas packen. Viel besseres Essen, der Koffer wird viel schneller rausgeliefert, und du kannst den Koffer natürlich auch am Anfang, wenn du einchecken willst, kommst natürlich auch, du kannst schneller einchecken. Das heißt, du bist dann auch schneller durch. Es hat an sich nur
extreme Vorteile. Natürlich, wenn jetzt nicht zum Beispiel, wie das in meinen Inhalten gezeigt wird, durch so ein Punktesystem, die ja langfristig einfach sichern kannst, musst du natürlich das bezahlen. Ich kann es verstehen, dass das natürlich für viele dann auch zu teuer ist und das nicht möglich ist. Aber wenn du dieses Punktesystem zum Beispiel aus meinen Inhalten nutzt und dir das langfristig dann sichern kannst, immer besser. Also wir haben bestimmt jedes Jahr mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Businessflüge für zwei Personen immer sicher. Und auch dieses Mal bin ich damit geflogen und es ist einfach nur ein Traum. Ich empfehle es dir dringend, weil unser Wohlbefinden ist einfach das Wichtigste überhaupt. Wenn du dort ankommst, du fühlst dich zerstört, du fühlst dich kaputt, du kannst nichts genießen. Ja? Du fühlst dich einfach nur schlecht. Und das Wichtigste ist einfach, dass du dich wohlfühlst, dass du da aussteigst und sagst, hey geil, ich erobere jetzt New York, ich habe richtig Bock drauf. Anstatt wenn du ankommst und sagst, hey, ich brauche jetzt erstmal zwei Tage Erholung von diesem Flug, damit ist niemandem geholfen. Ja? Also wenn du es dir dementsprechend dann holen kannst, hol dir auf jeden Fall einen Business-Class-Flug. Ein Punkt, der auf jeden Fall auch sehr wichtig ist beim Business-Class-Flug, sind die Koffer. Du kannst, glaube ich, bei Economy, je nachdem, welche Fluggesellschaft, jetzt halt, also nicht ganz genau wüsste ich das für jede Fluggesellschaft, aber ich glaube, so Pi mal Daumen, es sind, glaube ich, 24 Kilo, einen großen Koffer, den du abgeben kannst. Und dann kannst du dementsprechend, das ist immer ganz knapp, glaube ich, immer gewesen, wo man immer gucken muss, okay, passt das jetzt? Vielleicht muss ich was umpacken, einen anderen Koffer, das ist immer ein bisschen nervig. Und beim Business-Class-Flug, da können deine Koffer, also wo wir jetzt auch geflogen sind mit Lufthansa, bis zu 35 Kilo kann der Koffer haben. Wir hatten gar keine Probleme, ja. Also ich glaube, wir hatten am Ende den sowas von vollgestopft und 29 Kilo, also noch viel Luft nach oben gehabt, hätten noch ein paar Backsteine mitnehmen können, wäre auch kein Thema gewesen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir hätten pro Person zwei große Koffer abgeben können. Ja? Haben wir jetzt natürlich nicht gemacht. Also wir haben jetzt pro Person einen großen Koffer abgegeben, aber noch einen kleinen separaten, weil ich vom Kameraequipment her noch ein paar Sachen mitgenommen habe. Und deswegen haben wir nochmal einen extra kleinen Koffer genommen, um auch zum Beispiel auch die Boots, die Schuhe und sowas da reinzupacken, weil die nehmen ja auch sehr viel Platz weg. Und das ist einfach viel angenehmer. Also Business Class lohnt sich da auf jeden Fall auch dahingehend sehr. Tipp Nummer 5 für ein gutes Wohlbefinden sind die richtigen Klamotten. Ganz wichtig, was ich dir empfehlen würde, ist, zieh dich lieber ein bisschen, ein Tick zu kühl an, anstatt dass du dich voll, ja, einlullst, weil du wirst sehr viel laufen. Eigentlich läufst du von morgens bis abends, weil du willst viel sehen, du willst viel erleben, du bist eigentlich die ganze Zeit auf Achse. Wenn du dich zu dick anziehst, fühlst du dich unwohl. Warum? Weil du fühlst dich gerade wohl, wenn du aus dem Hotelzimmer gehst, ja, ist schön kuschelig, aber durch das ganze Gehen, die wird warm, ja, und dann gehst du in ein Restaurant, dann gehst du raus, dann gehst du in einen Laden und allgemein ist ja die Stadt sehr eng aufgebaut, das heißt sehr windstill und die wird zu heiß sein. Und ich sage dir, wenn dein Körper zu heiß ist, muss dein Körper natürlich dagegen ankämpfen und dann fühlst du dich nach einer gewissen Zeit unwohl und kratzt dich vielleicht, weil es ist unangenehm. Mach das bitte nicht. Versuch dich ein bisschen zu kühl anzuziehen, wo du rausgehst, ist es ein bisschen frisch, ja, weil du läufst und dir wird warm und du verbringst ja auch viel dann dementsprechend in den Läden. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp, wird auch so gar nicht so stark kommuniziert, von daher schau, dass es so dementsprechend machst. Wir haben es zum Beispiel auch so gemacht, dass wir morgens meist irgendwo essen gegangen sind, gefrühstückt haben und dann konnten wir schon mal auf diesen kleinen Weg schauen, okay, wie fühlen wir uns, wie ist die Temperatur, wie fühlt sich die Temperatur an, weil es auch immer was anderes, als was auf dem Handy steht und wie man sich wirklich fühlt, wenn man draußen ist, kommt ja auch auf die Tagesform so ein bisschen an und wie man geschlafen hat und dann sind wir halt in das nächste Frühstücksrestaurant gegangen und dann konnten wir schon mal sehen, okay, wie fühlen wir uns, sind dann zurück ins Hotel gegangen und haben uns dann erst final angezogen, wo wir gesagt haben, okay, ich brauche nochmal doch ein Unterhemd oder ist doch zu warm, ich ziehe doch ein bisschen was aus und dann ist man den ganzen Tag dann dementsprechend unterwegs. Also ganz wichtiger Tipp, lieber etwas zu kühl als zu dick angezogen. Tipp Nummer 6, du solltest auf jeden Fall keine Angst vor Menschenmassen haben, sonst ist New York nichts für dich. New York ist wirklich eine sehr gehypte Stadt, gerade durch die ganzen Hollywood-Filme und sonst was da alles schon passiert ist. Sie ist einfach so bekannt, die Stadt, wenn nicht sogar die bekannteste Stadt der Welt. Und da werden einfach sehr viele Touristen sein. Die Stadt ist einfach mega voll. Wenn du das nicht abkannst, ist vielleicht auch New York nichts für dich, ja? Das hier sind wirklich Tipps, wo du sagst, ja, ich möchte mal wirklich mal nach New York und dann lohnt sich das auf jeden Fall. Aber dir muss bewusst sein, es ist sehr voll. Dort gibt es auch unschöne, also
unschöne Sachen, die muss man drüber sprechen. Es sind sehr viele Obdachlose teilweise dort unterwegs. Es ist oft sehr dreckig. Also New York muss man schon so, ja, damit muss man schon klarkommen. Wenn du, also wir waren jetzt zur Weihnachtszeit und Neujahrszeit da, da ist es sowieso rappelvoll, weil natürlich alle Touristen wollen dorthin. Zur Neujahrszeit, vielleicht am Times Square, diesen Ball Drop und sowas dort sehen, was einfach extrem überfüllt ist, wo manche Leute schon um 13 Uhr hingehen, um abends um 0 Uhr das zu sehen und selbst dann schaffen sie es nicht, weil sie zu spät dran waren. Also es ist mega voll. Natürlich haben auch viele Leute darüber über diese Zeit Urlaub, ne, Weihnachts- und Neujahrszeit. Das heißt, auch die Einheimischen oder die Leute um New York herum gehen natürlich dann in diese wundervolle Stadt und es ist mega voll. Also ganz, ganz wichtig, du musst, wenn du zu dieser Zeit gehen willst, das abkönnen, diese Menschenmassen. Das sage ich explizit, weil es gibt manche Leute da draußen, die haben, ja, vielleicht eine gewisse Phobie, würde ich jetzt nicht sagen, aber denen ist das, die fühlen sich nicht gut, ja, bei sehr vielen Menschen. Und deswegen ganz wichtig, beachte das, weil sonst ist das vielleicht New York nichts für dich oder zumindest nicht zu dieser Zeit. Es gibt andere Zeiten, zum Beispiel, ja, so zu Beginn nach zum Januar hin, ne? Also wenn Neujahr vorbei ist, so eine Woche oder sowas, dann sind natürlich sehr viele Leute wieder auf den Arbeitsweg, sehr viele schon abgereist, dann wird es schon massiv entspannter. Ja, also wir waren ja am 25. dort und sind ja dann am 6. Januar geflogen. Und ich sag dir, die Anfangs-Januar-Woche war viel, viel entspannter von der Menschenmasse her und viel angenehmer her. Von daher überleg dir eventuell, wenn du New York sehen willst und das nicht zur Weihnachtszeit, dann such dir zum Beispiel so einen Ort, eine Zeit aus, wie zum Beispiel Mitte Januar. Dann ist es auf jeden Fall entspannter. Aber natürlich hat auch die Weihnachtszeit auch einen gewissen Flair, ne? Weil alles sehr, sehr schön geschmückt ist, viele Läden und so offen haben und verschiedene Angebote haben. Also die Weihnachtszeit in New York hat natürlich was Besonderes, aber der explizite Hinweis, es ist rappelvoll. Und obwohl alles sehr voll ist, wirst du schnell drankommen. Also teilweise sind da Schlangen, die sind aus dem Laden, weiß ich nicht, auf jeden Fall durch die ganze Straße hinweg, aber es geht rucki zucki durch. Also weil die Leute, gerade die New Yorker, die wissen das natürlich schon seit Jahren, die sind darauf vorbereitet und da ist sowieso hier zack, 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 nächster. Ne? Also die sind auch sehr ungeduldig. Ne? Das heißt, wenn du eine Sache bestellen willst, schau dir vorher an, was du haben willst. Es geht nicht, dass du da dann hinkommst und dann erstmal überlegst, ja, was nehme ich denn oder was können sie dir empfehlen? Nee, da ist zack, 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 der Nächste. Das ist aber auch gut so, weil dann kommst du auch schneller dran und schneller durch. Weil wie gesagt, es ist sowas von voll und dann lieber dort alle ein nach dem anderen durch und du kommst auch schnell an die Reihe. Also keine Sorge, wenn du mal eine lange Schlange siehst, stell dich an. Meistens ist sie dann auch relativ schnell durch. Tipp Nummer 7 für das beste Wohlbefinden. Das ist jetzt, wie gesagt, das sind ja alle Tipps, für die ich aus meiner persönlichen Erfahrung gesammelt habe. Und ich bin ein Mensch, ich bin sehr hellhörig. Ich wache sehr schnell auf. Und deswegen mein Tipp für dich, wenn du auch jemand bist, der sehr schnell aufwacht, hol dir Ohrstöpsel. Ja? Ohrstöpsel, nimm die mit. Ich weiß, einige sagen auch, hey, ich kann das nicht, wenn das dort im Ohr ist. Dann musst du dir vielleicht was überlegen, ob du vielleicht einen gewissen, weiß nicht, Musiksound. Es gibt auch manche Leute, die schlafen ja sowas wie mit Regenmusik oder sowas ein. Ne? Da gibt es ja verschiedene Sachen. Aber überleg dir das nicht, ob du nicht vielleicht doch Ohrstöpsel oder sowas in der Form mitnimmst. Weil gerade wenn du in der Stadt bist und dort ein Hotel gesucht hast, die Stadt ist laut, du wirst die ganze Zeit irgendwas hören. Und Schlaf ist extrem, extrem wichtig. Du musst dich gut ausruhen, damit du den nächsten Tag von morgens bis abends wieder unterwegs sein kannst. Wenn du nämlich von morgens bis abends unterwegs bist und kannst dann nicht richtig schlafen, ja, gerade durch die Zeitverschiebung, dein Körper muss sich auch erstmal dran gewöhnen und sowas, dann musst du das Beste aus deinem Schlaf holen. Ja, und deswegen im besten Fall natürlich Ohrstöpsel, dass du auch gut schlafen kannst. Wenn es dir zu hell ist, dass du vielleicht eine Schlafmaske bekommst, das kriegst du meistens auch vom Flugzeug her. Aber in den meisten Hotels kann man es komplett abdunkeln, dass du einfach einen guten Schlaf dir holen kannst. Extrem, extrem wichtig, damit du wieder am nächsten Tag richtig durchpowern kannst. Das sind jetzt erstmal die 7 Tipps für das beste Wohlbefinden schon mal. Wenn du es nicht gesehen hast, wie gesagt, schau dir das Video an vorher, wo ich schon mal 7 Tipps für das Equipment mitgegeben habe. Und bald, wenn ich jetzt schon, je nachdem wann du das Video gesehen hast, wird dann auch die nächsten 7 Tipps hier auf meinem Kanal da sein. Schau dir das dann gerne im Anschluss einmal an. Wenn du natürlich Fotograf oder Filmemacher bist und kennst dich schon sehr gut aus, willst nicht nur im Urlaub irgendwelche schönen Fotos knipsen, sondern auch die richtigen Aufträge bekommen, dann trage ich natürlich gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch bei uns. Wir zeigen dir, wie das geht, wie die richtigen Anfragen für dich gewinnst, die richtigen Mitarbeiter unter www.edmund-rietze.de. Wir freuen uns sehr, von dir zu hören. Bis dann!